Ich würde gerne auf diese eine Frage und auf die vorherige zusammen antworten. Das erste ist bezüglich dem Vergleich zu Serbien, des serbischen Volkes und der Frage der Reintegration, der Zusammenfindung, des Zusammenlebens und auch der Russen, die in Russland leben, aber auch in den ganzen ehemaligen Sowjetstaaten. Und ich gebe nicht an, ein Experte in Außenpolitik zu sein, aber meine Einschätzung, sagen wir aus ökonomischer Sicht, ist, dass die beste Lösung, die wir haben für solche Situationen, wo ein Volk, das ethnisch das Gleiche ist, religiös das Gleiche ist, aber in verschiedenen Staaten lebt, aus verschiedenen historischen Gründen, ist meiner Meinung nach eine wirtschaftliche Integration. Das ist die beste Lösung, dass man zwar souveräne Staaten hat, aber dass sie im Rahmen einer wirtschaftlichen Union oder einer Freihandelszone oder was auch immer, bestimmten Ebenen sich die Integration vertiefen. Und die AfD kritisiert die jetzige EU zu Recht und viel, aber die Idee einer europäischen Integration an sich, wo zum Beispiel die Frage, und das ist ja, wo man gar nicht mehr dran denkt, dass die Deutschen, die in Österreich leben, Sie wollen die Österreicher vielleicht nicht hören, aber die Österreicher, die Deutschen sind ein Volk, würde ich sagen, dass die in zwei verschiedenen souveränen Staaten leben, das wurde ja zuletzt endlich durch die europäische Wiedervereinigung, durch die europäische Integration gelöst. Ja, und es gibt überhaupt keine Probleme. Man kann frei reisen, auf beiden Seiten spricht man Deutsch. Und so eine Art Lösung sehen wir auch zum Beispiel in der Eurasischen Wirtschaftsunion. Wir haben kein Problem mit Russen, die in Kasachstan leben oder Russen, die in Weißrussland leben, weil da im Rahmen der Eurasischen Wirtschaftsunion, das eine Art der europäischen Gemeinschaft ist, wo die AfD hin möchte in diesem Sinne, von der Art der Tiefe der Integration, keine Bevormundung, aber gemeinsamer Binnenmarkt und so weiter, gemeinsame Normen, ist das eine Lösung, die für die kompatibel war. Wie das jetzt für die Serben aussieht, das sollen die Serben selber entscheiden. Das ist deren souveräne Entscheidung des serbischen Volkes und der Völker. Was die Ukraine angeht, da möchte ich einfach nur darauf hinweisen, dass ja vor dem Euromaidan 2014 ist ja mehrmals, erstens auf der Krim gab es mehrere Referenden, wo die Bevölkerung dort dafür gestimmt hat, Teil Russlands zu bleiben oder zu werden, wie man es auch sehen möchte. Kosovo war die Abstimmung nur im Parlament. Auf der Krim gab es Referenden darüber. Das ist auch ein großer Unterschied. Und es gab auch vor dem Euromaidan in der Ukraine mehrere Initiativen von ukrainischen Politikern, politischen Parteien, vom Herrn Medvedchuk zum Beispiel, über ein Referendum. Einerseits über einen Beitritt zur Europäischen Union, Freihandelszone mit der Europäischen Union oder Beitritt zur Eurasischen Union einerseits und zweitens über eine Lösung der Frage der russischen Regionen sozusagen innerhalb der Ukraine, eine Art Regionalisierung innerhalb der Ukraine. Das war ja immer das Thema und das wurde immer aus der Hand geschlagen. Diese Lösung ist natürlich jetzt vorbei und ich komme auch zum Schluss jetzt in dem Sinne. Bedauerlicherweise, die ukrainische Frage wird jetzt nur noch in dem Sinne gelöst werden, einerseits durch die Produktionsfabriken von Ammunition im Westen und in Russland. Das ist leider so. Wer mehr Waffen produziert? Und die andere Frage ist, wie wir zum Frieden kommen, ist die ukrainische Frage. Und deswegen ist sie ja so heiß umkämpft. In Deutschland wird auf deutschen Straßen entschieden, ob es die Friedensbewegung, vor allem in Deutschland, aber auch in den USA, schafft, die Regierung dazu zu zwingen, zu sagen, wir machen hier nicht weiter mit. Wir werden nicht bis zum letzten Ukrainer kämpfen und wir werden auch nicht bis zum letzten deutschen Waffensystem kämpfen und wir werden auch auf jeden Fall nicht unsere eigenen deutschen Kinder an die Ostfront wieder schicken. Und diese Frage wird auch auf Berliner Straßen entschieden werden.